Ein bisschen was haben wir uns schon aufgebaut hier im neuen Krankenhaus. Tag auch wieder zurück bei Theme Hospital. Zwei Ärzte haben wir auch schon eingestellt, damit die bloß nicht zu einem der anderen Konkurrenzkrankenhäusern gehen. Wir können ja gerade mal schauen, wie die in dem Fall hier heißen. Einmal Zen, dann haben wir Leon und Deep Thought. Können wir auch mal sehen, wie weit die hier sind. Die müssen ja quasi genau die gleichen Ziele erfüllen. Okay, und ich mache erstmal hier meinen Schuppen auf, dass die Leute hier reinströmen können. Und dabei fällt mir auf, Empfangsdame haben wir noch keine. Da haben wir gleich eine richtig gute. Brauchen immer Leute, die man stark belasten kann. Und ja, ihr seht, das wird hier ein bisschen haarig mit den Bänken. Und ein bisschen zu wenig eigentlich. Deswegen bauen wir jetzt doch nochmal hier ein bisschen an. Ja, und eigentlich müsste man hier alles voll machen. Und auch hier oben brauchen wir natürlich auch noch eine Menge Bänke. Ich noch ganz vergessen. Bitte bilden Sie ordentliche Warteschlangen, okay? Also noch mehr Bänke, Getränkeautomat vielleicht nochmal. Ich habe auch noch keine Toiletten, fällt mir gerade mal auf. Okay, KitKat. Weitere Bänke hier direkt hierhin. Das geht natürlich jetzt hier nicht mehr, weil gegenüber. Aber vielleicht kann ich hier noch eine Reihe hinstellen. Wobei, lassen wir erstmal. Ich weiß ja nicht, was jetzt als nächstes kommt. Ich hatte ja schon genau diesen nächsten Komplex hier gekauft. Und da braucht man natürlich auf jeden Fall eine Forschungsabteilung. Forschungsabteilung 5000. Und die setzen wir einfach mal. Ja, die braucht eigentlich keinen. Ah, hier ist es ein bisschen kleiner. Die braucht eigentlich nicht so groß sein. Okay, minimal auch nicht, aber vielleicht so. Und wichtig ist, dass wir da zwei Schreibtische reinkriegen. Und natürlich die Autopsiemaschine. Ja, die wird natürlich, ist wieder zu fett hier. Okay, versuchen wir es mal anders. Den Schreibtisch hier hin. Die Autopsiemaschine da an die Ecke. Auf jeden Fall noch ein Schreibtisch. Mülleimer, Schreibtisch, Aktenschrank. Okay. Ah, den müsste man jetzt irgendwo noch hier unterkriegen. Okay, ich stelle den mal mitten in den Raum. Auch mal eine neue Konstruktion, wie wir sie bis jetzt noch nicht gemacht haben. Und selbst den Mülleimer kriege ich nirgendwo unter. Okay. Vielleicht noch zwei Heizkörper. Jetzt kommen hier die berühmten Durchsagen, wie man so früher auch noch aus dem Supermarkt kennt. Okay, also für Heizkörper ist offensichtlich kein Platz mehr und jetzt lösche ich alles. Ich depp. Oh, jetzt müssen wir nochmal bauen. Okay, vielleicht diesmal ein bisschen besser. Wir trotzdem nicht beide Aktenschränke nebeneinander. Und auch die Heizung wird nicht so ganz gehen. Autopsiemaschine, passt die denn da rein? Ja, okay, die passt da rein. Den zweiten Heizkörper halt jetzt einfach hier hin, Mülleimer hinten in die Ecke. Okay, lassen wir es einfach mal so. Muss ja nicht immer ganz so optimal sein. Ich glaube, ich habe den Sound ein bisschen lauter auf meinen Kopfhörern. Ich mache den mal ein bisschen leiser. So, welcher war denn jetzt hier der Forschungs-Heini? Den können wir doch gleich mal da reinstecken. Dann gibt es wenigstens gleich neue Sachen zu bestaunen. Wir gehen erstmal hier wieder auf die Behandlungsgeräte. Zwar richtig voll Stoff, dass wir möglichst bald wieder Spitzzungenmaschine und ihr wisst ja, was all da fehlt, haben. Okay, hier noch zwei Bänke vielleicht. Ja, es sollte so passen. Und vielleicht eine Pflanze. Genau, eine Pflanze schön. Hierhin wollte ich sagen, geht nicht, weil da haben wir ja. Okay, dann machen wir es anders. Dann stellen wir zwei Pflanzen dahin. Gut, wie sieht es denn aus mit der Wärme? Das ist, glaube ich. Da unten haben wir gar nichts. Okay. Nochmal ein Feuerlöscher vielleicht, auch ein Heizkörper. Den Feuerlöscher stellen wir einfach hier in die Ecke und den Heizkörper. Hm.
hier so hin. Ja, der erwischt alles. Und hier haben wir auch nochmal, ihr seht, da ist ein kleines... Das müsste der Gang hier sein. Das heißt, eine Bank machen wir doch mal weg und stellen dafür einen Heizkörper hin. Wobei, ich glaube ja, dass ich den... Nee, passt perfekt. Gut, hier unten ist den Leuten auch ein bisschen kalt hier im Behandlungszimmer. Können wir das einfach so hinstellen, ohne dass es da... Ja, doch. Dann gibt es zwar hier ein bisschen Probleme, macht aber nichts. Dann nehmen wir einfach den Heizkörper und stellen den ein Feld weiter nach unten. Und dann sollte das klappen. Okay, viel Geld haben wir jetzt nicht mehr. Die Frage ist, was wir jetzt noch dringend brauchen. Wir haben natürlich wieder keine Station. Die fehlt natürlich wieder. Und OP haben wir auch nicht. Wie machen wir das denn diesmal? Die Station neben den OP, würde ich sagen. Oh, wir haben erstmal ein anderes Problem. Wir haben noch nicht mal irgendwie Toiletten. Die brauchen wir auf jeden Fall. Nee, Ausbildung nicht, Toiletten. Und zwar, die müssen wir irgendwo zentral auch wieder in den Raum hier platzieren. Schauen wir, ob das irgendwie hier so geht. Dann könnte man ja hier noch da was hinbauen und oben drüber vielleicht auch. Wobei, das ist ein bisschen knapp für den Toiletten, glaube ich. Aber wir versuchen es mal so. Habt ihr ja auch nicht so viel Erfahrung. So, eins. Heizkörper auf jeden Fall. Mülleimer ist klar. Waschbecken. Waschbecken brauchen wir eh nicht. Die waschen sich eh nicht die Hände. Müllbombenwarnung. Das habe ich auch noch nie gehört. Okay, die obligatorische Pflanze muss natürlich rein. Ja, ist einigermaßen warm auf der Toilette. So ist sogar ein bisschen fast zu heiß. Machen wir mal so. Das heißt, wir brauchen dann auf jeden Fall hier oben jetzt... Ich muss das kurz mal checken mit einem anderen Raum hier, den ich bauen kann. Und zwar... Na, wo ist es denn hier? Die Entlüftung. Einfach nur... Ah, ich habe kein Geld. Ich wollte mich mal schauen, wie viele Felder das hier sind. Aber doch, das müsste eigentlich... Ja, da kriege ich hier vielleicht nur eine Poliklinik hin und da hinten dann noch was. Wird schon irgendwie gehen. Okay. Ja, ich habe jetzt... Ihr seht, ich habe schon kein Geld mehr und mir fehlt auch noch ein Raum. Ein ganz wichtiger, nämlich der Restroom, wo unser Personal ja ein bisschen abhängen kann. Das heißt, wir müssen uns direkt mal wieder einen Kredit hier holen. Und den bauen wir dann hier hinten hin. Personalraum, ja. Das ist jetzt die Sache, da ist ein bisschen Platz dann verschenkt. Ich versuch's mal so. Also hatte ich mir jetzt auch, wie gesagt, vorab nicht überlegt, wie ich den baue. So, auf jeden Fall ein paar Sofas, ist klar. Ach, keine Pflanzen. Ein Sofa. Ja, drei Pflanzen sind zu viel. Mehr Sofas. Und ich glaube, das könnte jetzt... Oh, wir haben auch schon ein Videospiel hier. Oh, das sieht mir jetzt überhaupt gar nicht, wo der Fernseher steht. Okay, wir lassen das mal so. Also vielleicht brauchen wir da noch einen zweiten. Irgendwie gefällt mir das auch noch nicht so ganz. Aber okay, wir machen jetzt erstmal die Geschwindigkeit wieder auf normal. Und hoffen, dass da auch die ersten Patienten langsam kommen. Und wir kümmern uns jetzt noch um die Station. Nicht so wie beim letzten Mal, wo ich quasi nicht bemerke, dass uns der OP fehlt. Das war ja doch ein bisschen peinlich fast. Also Station machen wir jetzt hierhin. Und den OP dann am besten da oben dran, wenn das klappt. Wenn das klappt, das müssen wir gerade mal checken. Hier mit OP. Ah, für den haben wir natürlich wieder nicht genügend Geld, um das zu testen. Okay, wir machen das einfach. Also Station.
so klein wie es geht. Ist, denke ich mal, auch ganz gut optimiert, weil ihr seht ja, dass hier unten die Pharmatheke ist. Das heißt, unsere Schwestern müssen nicht viel laufen. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Dann machen wir am besten den Schreibtisch. Ah, da. Ja, viele Betten kriegen wir da nicht rein. Maximal 3 Stück, wenn ich Glück habe. Noch nicht mal 3. Oh je, da müssen wir nochmal uns irgendwie ein bisschen... Ah, das ist ganz schlecht. Nee, das müssen wir abbrechen. Das müssen wir ein Stück größer machen. So, hier schon die nächste... Krankheit Jucus Popus. Und ja, die kennen wir ja schon. Ein Trank. Oh, ich habe noch keine Schwester eingestellt. Was dafür sorgt, dass derjenige jetzt nicht behandelt werden kann. Nehmen wir hier mal die beste Schwester, die wir hier so finden können. Da ist er auch. Und ich klicke schon wieder aufs falsche Symbol. Einen Handlanger brauchen wir auch noch. Einen ziemlich guten. Nehmen wir hier einfach den Typen, der relativ schnell ist. Oh, es handelt sich um Lachkrampf, klassische Situationskomik. Hilfloses Glucksen und ständiges Wiederholen von Schlagworten, die ganzen gar nicht lustig sind. Muss natürlich der Psychiater therapieren. Das machen wir dann natürlich auch gleich. So, jetzt nochmal zur Station. Das hat auch jetzt noch nicht so richtig geklappt. Ich glaube, da brauchen wir einfach... Ja, okay, machen wir es anders. Wir machen die Station wirklich größer. Und den OP müssen wir dann entsprechend woanders hinbauen. Geht halt nicht anders. Aber jetzt bitte so, dass da auch mehr Betten reinpassen. Minimum 3 Betten. Und es klappt schon wieder nicht. Also. Nochmal komplett umbauen. Eins, zwei, drei. Na also, klappt doch. 3 Betten, Pflanze, Mülleimer, Feuerlöscher. Klar, wo viele Leute sind, muss ein Feuerlöscher hin. Die Heizung hier schön an die Seite. Pflanze in die Ecke, dass man nicht drankommt. Mülleimer hin. Fertig ist das Ganze. Fernsehfieber ist auch natürlich Psychologe. Und es kann sein, dass unser Psychologe hier gerade in der Forschungsabteilung hängt. Ja, den müssen wir also jetzt mal rausholen. Der muss ja hier therapieren. Okay, und ich kann mir keine weiteren Bänke leisten. Also das heißt, es muss jetzt erstmal ein bisschen Geld reinkommen. Und das hoffen wir einfach, dass das jetzt mal so langsam passiert. Wir haben wie gesagt 2 hochbezahlte... Oh, ich habe gerade Geld, sehe ich gerade. Dann schnell hier... ein paar Sitzbänke vor die Station bauen, dass sich da wenigstens ein paar Leute... Die Herren Ritter und Unterweger werden zum Hinterausgang gebeten. Eine Schwester auf die Station, bitte. Okay, eine Pflanze noch. So, das sieht doch jetzt ganz schön aus. Also wie gesagt, mit dem Raum bin ich noch nicht so ganz glücklich. Die Fernseher stehen da eindeutig nicht gut genug. So, es handelt sich um Frankensteine. Der Mensch ist mutagen Gasen ausgesetzt. Symptome: schrittweise Frankenstein-Mutation. Therapie: mutierte Körperteile müssen von 2 Chirurgen wieder in den Originalzustand gebracht werden. Oh je. Also da brauchen wir natürlich einen OP. Den schicken wir mal nach Hause. Das ist der Typ wohl hier. Der sieht auch schon so ein bisschen aus wie Frankenstein. Knackbacken ist das nächste Problem. Bräuchten wir auch einen OP. Und ein Notfall. Ich hoffe, das können wir behandeln. Aufgeblasene, sehr gut. Aufgeblasen ist kein Ding. Hier haben wir übrigens einen weiteren Forscher mit... den finde ich eigentlich ganz gut. Der ist gerade gekauft worden, der Psychiater. Natürlich ein bisschen blöd. Das ist ein Chirurg. Nehmen wir den Chirurg. Können wir auch nicht einstellen, kein Geld mehr. Okay, noch mehr Kredit. So, und den stellen wir schon mal hier hin. Und den lassen wir weiter forschen. Ich stelle mal wieder die berühmten Sachen etwas anders ein. Nämlich hier zum Personalraum bitte schon so bei 50%. Erraten machen wir mal ein bisschen niedriger und entlassen, wenn, ja, unter
60%. Ich glaube, so kann man das lassen. 5 Patienten wurden bereits geheilt. Und ja, da ist unser Notfall. Ihr seht ja, wie das funktioniert, ne? Da wird einmal der Kopf in den Kopf gestochen, dass quasi der Überdruck weicht. So, Schwester in die Pharmatheke, habe ich gerade gehört. Vielleicht, im Keller spielt der Boiler verrückt. Ja, ich glaube, oh. Man sieht es. Und da ist ein VIP. König Gauda von der Niederlande wieder mal. Okay, den Leuten ist bei mir ziemlich kalt. Ja, das ist natürlich kein Wunder. Es handelt sich um Knickbeine. Stolpern über Bordsteinkanten. Auf einem Bein hüpfender Patient. Ein Gips wird angelegt. Okay, also da brauchen wir auch eine Poliklinik. Ist aktuell nicht da. So, ich sehe aber gerade, die Poliklinik sehen wir bestimmt in der nächsten Folge dann wieder hier im Krankenhaus im Eiterstädtchen. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.